Ja, herzlich willkommen zurück zum vorletzten Spieltag beim Football Manager 22 mit dem 1. FC Kaiserslautern. Wir spielen heute gegen St. Pauli. Wir gehen mal rein, was so alles in der Woche passiert ist. Interessante Wendung zum Fall Riekmann. Er verlangt keinen neuen Vertrag mehr. Das heißt, alle Unannehmlichkeiten mit ihm sind ausgewogen. Er überdenkt zwar seine Möglichkeiten, aber seine Zufriedenheit allgemein ist wieder nach oben und hält großmöglichste Stücke als Trainer auf sie. Zeigt also, man muss immer wieder mal auch die Spieler dann auch nicht nur loben, sondern auch springen und so, dann, ne? Und dann bringt das schon was. Das ist von daher, denke ich mal, eine gute Entscheidung gewesen, ihn da zu letzten Spielen dann auch zu forcieren. Was natürlich auch so ein bisschen forciert war durch die Verletzung von Tower, gar keine Frage, aber insofern sieht man mal, dass es durchaus was bringen kann. Was hat es sonst noch gegeben? Nichts Wirkliches. Wir haben jetzt für die zweite Mannschaft, da gehen wir mal kurz rein, ein extrem wichtiges Spiel. Wir gehen mal in die Regionalliga Südwest. Dort spielen wir jetzt gegen Nötingen. Das hatten wir ja schon gesagt, dass das überhaupt fast das Endspiel ist. Aber selbst wenn wir das gewinnen, ja klar, dann ist durch die beste Tordifferenz, würden wir an Nötingen vorbeiziehen und würden auf einen Nicht-Abstieg Platz gehen. In der vorletzten Saison war das ja ebenfalls sehr, sehr knapp. Von daher bin ich gespannt. Ich habe alles da reingesteckt an Spieler, was wir machen könnten. Hatte auch überlegt, den Schulze, der ja momentan bei uns im Tor sehr gut spielt, durch Trost zu ersetzen und ihn in die zweite Mannschaft zu geben, um da ein erfahrener Torhüter drin zu haben. Oder einer, der gerade Spielpraxis hat und gut in Form ist. Aber letztendlich ist Weyand auch eine gute Variante. Ernst hat das nicht so gut gemacht in den letzten Spielen. Von daher würde ich auf Weyand da setzen, der so sehr solide war. Die Mannschaft kennt, vielleicht spielt das auch irgendwie eine Rolle. Schauen wir mal, haben wir uns nicht entschieden. Gehen wir mal zu unserem nächsten Gegner, St. Pauli. Die spielen Flügelspiel in einem ja, 4-2-3-1-System. Zirze vorne sehr stark, 17 Tore, 6 Vorlagen. Hier aber auch Mihaila mit 14-4. Ostrich 0-0, wenn ich das ausspreche richtig. Lemina mit 2-4. Mit Bernhard hier rechts noch 0-2, aber nicht wirklich, sind aber gut eingespielt dort. Sie sind von der Taktik her offensiv und ausgewogen. Das ist deren Spielweise. Ja, würde ich sagen, gehen wir mal hinein ins Taktik-Meeting, Gegneranweisung oder Nehmer. Wie immer, es sind aktuell im letzten Spieltag nochmal 32.600 Zuschauer im Stadion. Das freut uns natürlich auch wieder eine sehr gute Auslastung, aber das werden wir im Saisonrückblick dann auch mit euch besprechen. Ja, Riekmann spielt, weil ich Tower, er ist noch nicht ganz fit, 75 Minuten. Den habe ich 60 Minuten in die zweite Mannschaft gesteckt. Nicht nur, um dann ein bisschen Spielpraxis zu bekommen, sondern auch, um letztendlich dann dort der Mannschaft auch zu helfen. Deswegen Riekmann bleibt hier, nachdem wir ja gerade mit uns mit ihm wieder vertragen haben, wollte ich da jetzt nicht es andersrum machen. Ich denke, das ist richtig so. Ansonsten haben wir keine weiteren Wechsel. Zimmer ist wieder im Spiel für Treu. Okay, der war ja gelb gesperrt, 10. gelbe Karte, der ist wieder zurück, obwohl das Treu auch sehr gut gemacht hat. Ist immer ein guter Ersatz. Ist auch nicht am Meckern. Wir können ja auch mal schauen bei der Zufriedenheit. Da ist alles okay, hervorragend in der Moral. Also von daher ist das sicherlich dann sehr stark von ihm, dass er da auch als Teamplayer agiert. Ja, hier taktisch werden wir nichts ändern. Wie immer habe ich jetzt schon häufig thematisiert. Und hier gehen wir jetzt dann auch so dran. Besuschkow werden wir angehen, aber nicht pressen. Und dann gehen wir rein ins Spiel. Wie gesagt, Zimmer für Treu, die einzige Änderung wirklich zum letzten Spiel. Und ja, hier wollen sie nochmal, dass wir hart einsteigen. Das können wir machen. Dieser Mihalala oder wie er auch immer heißt, der hatte auch sehr viele Tore geschossen und vorbereitet. Von daher ist das vielleicht schon die richtige Variante. Macht so weiter wie am letzten Mal, können wir nur sagen, nach einem klasse 4:1-Sieg in Karlsruhe. Auf geht's. Wir spielen in Rot von links nach rechts nun gegen St. Pauli. Der erste Angriff über Zimmer. Matanovic frei, aber er war abseits. Bellmann hätte ihn gehabt, aber es war auch abseits. Wie
Vita schön auf Monticelli, der wollte auf den langen Pfosten. Aber da hält Bellmann wieder. Ein entscheidendes Spiel übrigens heute. Freiburg spielt erst später. Ne? Na, wir müssen ja vor allem auf Schalke hoffen, dass die beide Spiele verlieren, wir beide gewinnen, der HSV auch nicht gewinnt. Ansonsten ist es nicht mehr möglich. Allerdings müssen wir dafür erstmal gewinnen. Das plätschert gerade ja erstmal so dahin. Das letzte Spiel übrigens bei uns in Dresden. Die sind ja Tabellenletzter und fast abgestiegen. Was auch nicht immer was heißt. Aber erstmal von Spiel zu Spiel denken und jetzt St. Pauli schlagen, meinen Ex-Verein. Bin in der Pressekonferenz gefragt worden, ob der Groll immer noch so groß ist. Ich habe das dann bestmöglichst versucht zu verneinen, dass die Zeit die Wogen glättet. Bin ja eher ein friedlicher Mensch, von daher ist das auch die Antwort, die man, glaube ich, oder die ich, glaube ich, immer geben würde. Na, vielleicht nicht immer, wenn man mich sehr verärgert. Aber dafür war es natürlich. Man hat zu früh nicht mehr auf mich gesetzt, klar, aber gut. Ich habe es ja hier in Kaiserslautern sehr gut angetroffen. Und jetzt Kiprit zum Thema Treffen. Hätte er was beitragen können, aber er wird geblockt. Und damit Eckball statt Tor. Riegmann jetzt mit Gelb. Da warten wir mal kurz die Aktion ab. Vita mit der Flanke. Schmadtke kommt nicht ran und Zimmer hämmert den mal drauf. Zimmert den mal drauf, könnte man ja sagen. Der war dann definitiv nicht schlecht. Hier aber dann abseits. Oder was war's? Ne, Freistoß kriegen wir doch. Konnten wir jetzt gerade nicht sehen, weil ich die gelbe Karte bearbeitet habe. Sorry. Ja, Halbzeit 0-0. Relativ trostlos. Wir haben mehr Ballbesitz. Die ankommenden Pässe sind auch besser. Zweikampf ist besser. Kopfbälle nicht ganz, aber insgesamt sind wir hier schon die bessere Mannschaft. Nur es kommt nichts bei rum. Warum kommt nichts bei rum? Wir müssen uns das nochmal anschauen, was die anderen machen, aber bin mit der Leistung zufrieden. Wir hatten die bessere Mannschaft, sage ich jetzt einfach, weil zufrieden ist was anderes. Ne? So, was machen die anderen? Wechseln tun sie nicht. Ja, die haben auch keine guten Leistungen letztendlich. Also da ist jetzt auch keiner überragend. Höchstens in der Innenverteidigung stehen sie ganz gut. Ja, ich denke einfach mal, wir versuchen es erstmal trotzdem noch so weiter in dieser Formation. Aktuell wäre Kiprit sonst ein Kandidat, gegenüber Karic ausgewechselt zu werden. Aber ansonsten, ich würde es erstmal noch so lassen vom Gefühl her. Und erstmal die zweite Halbzeit angehen. Ja, es ist ja halt wichtig. Wir müssen irgendwann auch in die Offensive gehen. Also ohne einen Sieg heute brauchen wir dann natürlich überhaupt nicht mehr auf Platz 3 zu schielen. Platz 2 wird weg sein. Ginge wieder um die Relegation, wie letztes Jahr. Jetzt versucht es Wittek, aber Riegmann kann den Ball blocken. Ecke für St. Pauli. Zimmer, ich habe es mir fast gedacht, da fällt der Gegner, aber der Schiedsrichter fällt nicht drauf rein.
Schöner Pass auf Schmadtke, Zimmer dann raus. Und Matanovic, Tor. Aber Abseits wird angezeigt. Ha. Schauen wir mal. Es wird gegeben. Hervorragend. Matanovic mit seinem 23. Saisontreffer. Rebinger, super Flankenwechsel auf Schmadtke. Der dann nochmal raus auf Zimmer. Dann die Flanke rein. Und ja, da läuft der wunderbar. Also es war schon stürmertechnisch genau richtig gemacht. Und dann der Treffer zum 1-0, 54. Minute. Richtig stark. Oh, Monticelli aus. Ah, was war das denn? Warum wackelt denn da das Netz? Dachte erst Außennetz, aber der Ball war ja noch drin. Kuriose Situation. Schön wieder verlagert auf Zimmert, aber da kommt Bellmann raus und das war der Fehler leider für ihn. Zum Glück für uns, Monticelli gewinnt dann den Kopfball da gegen De Winter, beziehungsweise gegen, ich glaube es waren sogar zwei St. Paulianer. Aber schauen wir uns das nochmal an, super Flankenwechsel von Riekmann natürlich und dann der Pressschlag. Und ja, nee, es ist nur letztendlich De Winter, der den Kopfball gegen Monticelli verliert, der ihn damit ein Netz 2-0, das war jetzt natürlich wichtig, dass wir da in der 54. und 58. nun uns diesen Vorsprung erspielen. Hervorragend. Kiprit ist übrigens immer noch ein Wechselkandidat, 6,6. Das würde ich jetzt auch wahr machen, würde Karic bringen als falsche 9. Auch wenn er den rechten Fuß hat, ist das sicherlich machbar. Und das wäre aber so der einzige Weg, wo er Zimmer hat sich verletzt. Handverletzung. Spielt aber richtig klasse, aber Treu hat auch klasse gespielt. Von daher würde ich ihn jetzt auch auswechseln und Treu sagen, dass ich mehr davon sehen will. Tangiert ihn nicht so, aber da habe ich jetzt Hoffnung, dass er das trotzdem aufnimmt. Ja, das Spiel hat sich auf einmal gedreht. Schulze hier mit einer super Parade, sonst hätten wir direkt den Anschluss kassiert durch Wittecks Freistoß. Da ist übrigens Navrocki gerade am Ball gewesen. Den haben wir ja schon fest verpflichtet für nächstes Jahr. Ablösefrei. Innenverteidiger, der auch defensiv Mittelfeld spielen kann. Und da passiert es leider trotzdem. Da kombinieren sie sich sehr gut durch. Zirze auf Lemina und er macht dann das 1-2. Gerade ist es noch gut gegangen, aber jetzt haben wir die dann einfach zu viel spielen lassen. Besuschkow auf Zirze, Lemina, Zirze, Lemina und dann ist das Ding drin. 1-2. Jetzt aufpassen, Leute. Wir müssen sie nochmal ermutigen. Das lasst euch jetzt nicht mehr nehmen. St. Pauli ist stärker geworden. Ja, man sieht es auch an den Schüssen. Aber immer noch 0,24 XG. Also das ist auch nicht so stark. Jetzt sind sie aber wirklich ein bisschen am Drücken. Oh, und der senkt sich hinten rein. Was war das denn für eine Gurke, Schulze? Da wirst du so gelobt worden in den letzten Spielen. Und dann sowas. Mann, 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 das war echt jetzt ärgerlich. Hauptmann war es, glaube ich. Ja, nachdem er von Bernhard den Ball nochmal kriegt. Hier von außerhalb der Spitze des 16ers. Senkt sich der Ball da hinten rein. Also das war jetzt wirklich schlecht. Ich bringe noch mal einen frischen Mann, nämlich für Rebinger, der heute nicht so stark ist. Ja, würde ich jetzt Spitzer, kann der offensiv auch. Abschluss ist überhaupt nicht gut. Der kann das höchstens zentral spielen. Majetschak habe ich ein bisschen mehr Vertrauen zu. Er ist auch motiviert. Ja, müssen wir noch mal ran. Jetzt die Frage, können wir sie noch mal motivieren? Ermutigen, es geht nichts anderes. Stopp, halt, halt, halt. Wir müssen gewinnen. Ne? Also ich gehe auf die Offensive und sage, wir müssen hier jetzt wirklich was machen. Werden noch mal ein bisschen extrem höher spielen, ein bisschen größeres Risiko gehen. Wir brauchen den Dreier, wenn wir überhaupt noch um Platz 2 mitreden wollen. Vita wird jetzt hier noch mal verwarnt, aber das ist mir jetzt auch wurscht. 6 Minuten Nachtspielzeit. Ich werde gleich noch mal sagen, schießt auf jeden, bei jeder Möglichkeit, aber noch nicht. Noch sind es 4 Minuten.
Oh, Matanovic kommt nicht durch, schade. Schmadtke, Riedmann. Schmadtke mit dem Flankenwechsel, der nicht so ganz gelingt. Und dann war es das. Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Schießen aus Federbahn. Für die vielleicht letzte Aktion. Das hat bisher in 10 Fällen einmal was gebracht oder in 20 einmal. Aber vielleicht ja jetzt. Treu, der war zu lang. Ja, der war zu lang und damit wird es das gewesen sein wohl. Denn die werden sich da vielleicht jetzt ein bisschen Zeit lassen und die Zeit runterlaufen lassen. Ja, so ist es. Und damit wird das Spiel jetzt auch wahrscheinlich abgepfiffen. Ja, schade, schade, schade. Damit ist unser Aufstiegstraum definitiv erledigt. Ich meine, man kann auch mal gegen St. Pauli mit einem 2-2 leben, aber letztendlich für unsere letzte Hoffnung, die wir noch da vorne hatten, war das nicht genug, leider. Riegmann hier mit 7-2, Vita, Monticelli, Matanovic stark, auch Zimmer, Treu, 6-6. Naja, das hat im letzten Spiel besser gezeigt, auch wenn hier zwei entscheidende Pässe waren. Aber letztendlich haben wir leider noch diesen Ausgleich bekommen, wodurch Hauptmann, ja, ist enttäuschend, das kann man nur da eindeutig so sagen. Das andere Spiel war, glaube ich, nicht von Bedeutung, aber die anderen beiden Spiele, ja genau, Sandhausen, Nürnberg 0-1 und Bochum, Kiel 0-1. Wie gesagt, wir können jetzt noch auf 60 Punkte kommen, das bedeutet maximal Platz 4, wenn Hamburg denn, wie gesagt, ihr Spiel nicht gewinnt oder höchstens einmal unentschieden spielt oder zweimal unentschieden, wir sind besser in der Tordifferenz. Aber Platz 3 ist nicht mehr zu erreichen, ja, schade. Das war's mit dem Aufstiegsträumen, aber trotzdem eine super Saison. Das werden wir nochmal besprechen, wenn wir in den Saisonabschluss gehen. Wir spielen also nächste Woche nochmal auswärts in Dresden. Die sind, wie gesagt, auf Platz 18. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao.